Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Battlefield Hardline Serie mit dem Greedy. Bin schon auf? Nein. Oh. Wo ist er? Ja, Episode 5 Fehde. Es ist schon fast 3 Jahre her, dass Nick Mendoza wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, das er nicht begangen hatte. Die Wunden sind noch immer tief. Also wurde er vor 3 Jahren festgenommen. Für was? Verurteilt wurde, dass er nicht begangen hatte. Die Scheiße, die der andere in ihn wahrscheinlich jetzt angehangen haben, ne? Ja. Ist stark. Okay, wir fangen an. 3 Jahre? Schon 3 Jahre her. Mir kommt so vor, als wenn wir es gestern aufgenommen hätten. Ist so. Krass. Guck, wie der aussieht. Er ist stark. Hat er ordentlich aufs Maul bekommen. Oh yes. Oh yeah. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt uns hier erwartet. Ja. Ich auch. Das würde ich hoffen, das würde ich hoffen. Echt? Das würde ich hoffen, ja. Warum? Weil ich auch gespannt bin, muss auch gespannt sein. Angst! Mach bitte keine Werbung für River. Cola. Also ich verdeck schon hier schön das Zeichen. Und du sagst einfach mal den Namen, ist klar. Solange es nicht im Bild ist, ist alles okay. Oh, per Haftbefehl gesucht. Ich muss mich selbst verhaften. Ernsthaft, Danny? Ich glaube, du musst eher verhindern, dass du verhaftet wirst. Ja, ist mir schon klar. Was bisher geschah? Okay, also Nels hat etwas über einen Deal mit Stoddard gesagt. Habt den Deal angenommen. Es gehört alles dir und Stoddard. Ich finde seine Stimme geil. Bin ich euer neuer Boss. Tab und Tyson waren wie Brüder. Weiß mit Vorliebe fürs Ghetto. Tab ist nie rausgekommen. Hier ist alles drauf, was du wissen musst, Captain. Das ist schon geil. Ich war mir so sicher, dass du bei uns deinen Platz finden würdest. Oh yeah, 3 Jahre später. Das sieht aus wie von CSI Miami, dieser Horatio. Halt die Schnauze, MacGuff. Also mit ein bisschen Fantasie jetzt mal so. Ja, nur ohne Haare. Ja. Verdammt nochmal, halt's Maul! Was willst du denn dagegen tun? Mich einbuchten? Hey MacGuff, es reicht jetzt. Halt du dich da raus, Mendoza! Gern doch. Hä? Wo ist das hin? Guten Abend, Detective. Ja, wir beide sind weit weg von zu Hause. Hey, Filzi! Augen nach vorn, klar? Nettes Gespräch. Tab. Hier wird gleich eine ganz heftige Nummer gestartet. Du ödest mich an, Tab. Mach mich nicht an, Mann! Ich bin nur der Bote. Tyson hat gesagt... Moment. Tyson Latchford? Ja, siehst du, jetzt hörst du mir ja doch zu. Okay. Der Plan geht folgendermaßen. Oh, Mann, scheiße. Tyson. Ich sollte dich warnen, aber... Scheiß drauf, Alter. Halt dich einfach irgendwo fest. Tab, was ist hier los? Partytime. Wow. Ich dachte jetzt erst, ich meine jetzt einer Fast Five, Alter. Ja, Mann. Wissen, wie lange ich den Schlüssel schon habe. Und schon gar nicht, wo ich ihn bisher stecken hatte. Was machst du da? Tyson wartet am Wasserturm auf dich, sobald er damit fertig ist, die Bullen abzulenken. Halt, was? Geh zum Wasserturm. Hey, Moment mal. Und was ist mit dir? Mann, hast du's an den Ohren? Wasserturm, los! Okay, krass.
Bild aber. Er bleibt jetzt Einzelstag da. Ich sag, er bleibt jetzt Einzelstag da. Okay, okay. Oh, ein Dreirad. Hol's dir. Oh, da ist noch einer. Und der ist Dreirad. Meinst du, ich kann ihn irgendwie platt machen? So, jedenfalls nicht. Werf eine Hülse. Da ist der! Nein! Sorry, Mann. Du oder ich. Und ich will nicht mehr zurück. Oh. Ich schau mal ganz schön krass auf der anderen Seite zu sein, ey. Haben wir gestern darüber geredet, so, ne? Jo, jo. Ist schon auf jeden Fall eine geile Aktion. Darum geht's eigentlich in dem Spiel, ne? Warum? Oh, Cops, ich glaub, ein Verbrecher. Ja. Ich dachte schon, jetzt ist ein Stein auf den Bullenwagen geworfen. Können wir machen? Wir suchen weiter. Kein Stopp. Fährt sich kaputt. Klick! Fährt einfach weiter. Juckt ihn nicht. Juckt ihn nicht. Ist abgehoben, der Typ. Ist so. Ist richtig abgehoben. Soll ich ihn mal festnehmen? Genau. Ja klar, zu dem Wasserturm, wo ich muss, ist wieder voll Kontrolle. Ist da jemand? Wir sollten uns Haha. Noob down. Ist so. Hab ich jetzt eine Pistole? Oh. Nee. Hä, ich komm da gar nicht hin. Doch. Wie viele Flüchtige fehlen noch? Nur noch ein paar. Auch Mendoza. Okay. Ich setze die Patrouille fort. Ey, die lässt dann über dich. Ist so. Weil wieder klar, dass ich wieder die Hauptperson bin. Wow. Dude. Verstanden. Was ist das denn? Hui. Ich hab nur noch drei Schuss. Ich hab schon die ganze Zeit nur noch drei Schuss. Echt? Ja. Tatsache. WTF. Sniper. Wer deckt Flanke 3 ab? Wow. Hey. Die rennen, wa? Willkommen zur Party, R22. Haben hier unten noch ein paar Häftlinge. Sofort eure Flanke im Stadtzentrum. Ja, ich will das auch nicht machen, wenn wir da stehen. Oh, ich hab irgendwas gerannt. Oh, guck mal, da kann ich vom Kofferraum irgendwas holen. Der ist ein Raketenwerfer, so ein Schick, wa? Ne. Auch ein Taser. Ja. Jetzt hab ich 4 Schuss. Ja, 5. Ja. Aber 4 Magazine meinte ich jetzt. Ja. Wow. Eine Telefonzelle der Zukunft. Klam, klam, da. Nein, ich klopfe. Wenn er jetzt die Tür aufmacht und ich stehe da, ist das bestimmt voll lustig, wenn ich mich mal da hinstelle. Ich hätte mit dem jetzt, wo der Typ tot ist, kommt da keiner hin. Nee. Hätte ich ihn jetzt leben lassen, wäre der andere jetzt zur Tür gekommen. Wetten wir? Nein. Bestimmt. Tada! Ich guck mal die Gegend an, Alter. Da ist niemand mehr. Jo, fail. Die Steine fliegen aber auch nicht so weit, wie sie so andeuten. Wir suchen weiter. Kein Sichtkontakt. Ja, yeah, hau rein, Dude. Jetzt kommt der auch noch, ey. Sein Ernst. Mhm. Was? Komm, Junge, komm. Du läufst jetzt nicht außen rum, oder? Er geht einfach weg. Er hat keinen Bock auf den Scheiß. Er denkt sich so, what's up, man? Mein Sektor ist sauber, Zentrale. Super. Hilfe dich. Meine auch.
Ich hätte euch jetzt so eiskalt getasert, Alter. Das ist bestimmt voll geil für die Flüchtlinge. Ganz ruhig, Mann. Die dürfen dich nicht sehen. Oh. Da war Dude. Er. Holt meine Lampe her. Ja, oh. Junge, ob ich jetzt richtig krasses Glück hatte. Aber ich glaube, ich bin noch nicht so wirklich raus. Ich glaube, die kommen jetzt alle hier hingerannt. Ja. Ich würde einfach weggehen. Ja, wenn ich jetzt gehe, sehen die mich. Alle Einheiten, wir haben ihn gefunden. Fuck. Immer dem Licht nach. Auf den Boden, sofort auf den Boden! Dann verdächtigen nicht dringend. Leg dich nicht mit mir an. Voll daneben. 40.000 Volt. Ich habe auch 40.000 Volt. Junge, bück dich doch nicht immer! Dein fucking Ernst! Er bückt sich immer! Schon bitter, oder? Hau jetzt ab, du scheiß Heli! Du musst es, glaube ich, mal ein bisschen in den Schuh sammeln. Subradius wird ausgeweitet. Ihr seid umstellt. Es ist zwecklos. Ergebt euch sofort. Hä? Renn. Wohin? Nicht hier. Das war gerade extrem lustig, Alter. Er bückt sich immer, wenn ich schieße, Alter. Tja, Skill, ne? Ich muss die Typen irgendwie ablenken. Oh. Oh. Wir suchen weiter. Kein Sichtkontakt. Was zum Teufel? Bodeneinheiten sind ohne Sichtkontakt. Suchen weiter. Dein Ernst? Beweg dich doch. Das juckt ihn einfach nicht. Was war das? Da ist der, ach komm! Sofort auf den Boden, sonst wird's ärgert! Ja. Du, ich darf mich nur nicht tasern lassen. Sofort auf den Boden, sonst wird's ärgert! Junge, Taser-Duell. Ich kann nicht machen durch den Zaun. Ich weiß. Scheiße, Alter. Ich hab keine Munition mehr. Fuck! Was mach ich denn jetzt? Schläge, Junge. Du musst Schläge austeilen. Oder so, du hast ab. Natürlich die langweilige Version, ne? Ja, ich muss jetzt erstmal wieder einen Platt machen, damit ich Muni habe, wa? Ja. Dafür muss so ein Dude erstmal hier reinkommen. Hä? Wo ist der denn? Was, er labert? Der sieht mich gar nicht! Anscheinend doch. Ammoniak und Katzenfüße. Oh, Gas aufdrehen, das hört sich interessant an. Okay. Schinken nach Ammoniak und Katzenpisse. Flamme entzünden. Oh, für Abungsmanöver. Du musst da raus. Ist mir schon klar. Drogenlabor vergessen. Das fliegt hier gleich alles in die Luft. Ja, hau mal rein. Ammoniak und Katzenpisse, wow. Ist ja nicht. Tja. Na, das hat funktioniert. Das alte Metzabor ist hochgegangen. Das war, glaube ich, so ein Nebenziel, wa? So eine Ablenkung. Wir haben eine Explosion, wiederhole, wir haben eine Explosion! Vorsicht vor möglichen weiteren Explosionen! Ey, das ist ganz schön hart, Alter, wie viele Bullen hier rumlaufen, Mann! Oh. Hehe, verarscht. Noch kalt, wo die Muni? Ach, brauche ich bestimmt jetzt eh nicht mehr. Okay. Ist schon, stark. Ja.
So, jetzt ist glaube ich alles safe. Huh, tricky, tricky. Tricky Disco. Kennst du das? Ist klar. Ich mache immer C, als ich will Graffiti sprühen. So, muss das schon gehen. Einsatzziel abgeschlossen. Yo, man. Du hast sicher ein paar Fragen. Was machst du denn hier? Und woher hatte Ted meine Handschellenschlüssel? Officer, du solltest dich geehrt fühlen. Übrigens, Ted war mir für deine scheiß Abhöraktion was schuldig. Er ist nicht mit mir geflohen. Ted. Für den ist der Knast das Beste. Da kommt man schön vom Koks runter. Ich kenne mich da aus. Ey, Arsch, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Hey, aber wenn du denkst, ich würde... Da ist jemand, mit dem du reden solltest. Hier, nimm das. Was soll das sein? Siehst du das Schild da? Leuchte es an dreimal. Ganz schnell. Genau da musst du... Hier sind wir nicht sicher. Aber echt? Wir teilen uns auf. Tyson? Bleib von den Scheinwerfern weg. Scheiße. Wow. Mit der Kontaktperson treffen. Also es gibt ja jemanden, mit dem ich reden soll, ja? Anscheinend. Wie viele Helis, Alter, Junge. Ah, ich glaube, die fliegen aber nicht. Das soll einfach nur so ein Hindernis sein, oder was? Mhm. Es wird langsam zu kalt und zu dunkel dafür. Aber wir finden den Kerl. Oh, nee, Alter. Hier, hilf mich! Gedreckt. Wenn er sich umdreht, kriegt er einen auf den Latz, Alter. Warum, wenn er sich umdreht? Gib ihm einfach. Na was, wenn er mich tasert, dann bin ich Ende. Schafft er nicht. Klar. Schafft er nicht. Natürlich, pass mal. Vertrau mir einmal. Und da darf ich von vorne anfangen. Warum dreht er sich denn jetzt nicht um? Ja. Siehst du? Ja. Er hat dich gesehen. Ja, siehst du? Das ist seine Schuld. Ja, so. Boah, jetzt hab ich einen Schuss. Du musst ja nicht direkt in den Heli reinlaufen, ne? In den Lichtpegel. Ne. Das hat eine Schuld. Du hast keine Chance! Aha. Die Leute sind überall! So. Nee, ich. Ich kann eigentlich voll durchlatschen, guck mal. Und so viel zum Thema keine Chance, ne? Ist so. Ein Schuss? Ja. One Shot. Officer hat's erwischt! Officer hat's erwischt! Ich will mir den hinteren holen, Alter. Ja, mach ich auch. Hey, hier. Thank you. Nehme ich mir seine Muni. Und hol mir den was dort. Ey, Kumpel. War natürlich jetzt nicht so stark für dich, wa? Wir haben keinen Sichtkontakt mehr. Tschüss. Klappe zu, Avatar. Sehr gut. Neuer Look gefällt mir übrigens. Ja. Was wollen wir hier, Tyson? Warte einfach ab, Mann. Nein, ich will's jetzt wissen. Erklär mir zum Beispiel mal, warum du den Bus in die Luft gejagt hast, in dem ich war. Okay, das war scheiße. Aber hat funktioniert. Los, mir nach. Ja, ich bin schon vor dir, Kumpel. Mal tasern. Ja, lauf doch ein bisschen schneller. Du Schlampe. Er tut so, als wäre hier so voll Remi-Demi. Ist so. Ach. Ihr wollt mich doch verarschen. Tabs Transport. Der Schlüssel. Kaputte Cops. Wir kennen uns eben aus. Mann, es tut mir echt... Echt leid. Gib mir einen Grund, dich nicht auszunocken. Erstens, ich schlag zurück. Da bin ich mir sicher. Zweitens, Julian Dawes. Denk mal drüber nach. Er hat mir alles versaut. Er hat dich eingebuchtet und sie hat er auch abgezogen. Du bist der Einzige, dem wir vertrauen können. Vertrauen?
Und was bitte soll ich davon haben? Doss muss kapieren, dass seine Taten Konsequenzen haben. Auf Gerechtigkeit standst du schon immer, richtig? Was wäre, wenn ich euch sage, ihr sollt euch ins Knie ficken? Dann ficken wir uns ins Knie. Ja. Was? Und du kriegst einen Knast overall. Ja, was? Fällt die Entscheidung so schwer? Hä, dieser Dingens, was sie gerade sagte, ist doch, glaube ich, der Polizeichef, ne? Ja, der Vorgesetzte. Ja, ja, dieser eine da dann, aber... Oh, das war's. Das war's. Na dann. Ist krass, Alter. War auf jeden Fall geil. Und was ist es, wenn ich euch sage, fickt euch ins Knie? Fickt euch ins Knie! Ja. Ist stark. Gut, dann würde ich sagen... Seine Reaktion war aber auch geil, ne? Ja. Was? ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Like das Video für mehr. Bleibt cool. Und wir sehen uns auch. Und auf rein. Ciao. Eine Bahnfahrt. Ich bin ein freshes Wohnzimmer hier.